Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Und es geht weiter mit unserem schönen Japan Express. Und Edeltraut ist natürlich auch am Start. Die hat sich natürlich gewünscht, dass ich hier so einen schönen, ja, Manga-Trailer nehme. Natürlich beim Steam Workshop findet man das alles. Also, starten wir mal los. Wir haben noch 675 Kilometer auf der Uhr. Wir befinden uns immer noch in Norwegen und ja, das sollte ja als kleine Wiedergutmachung sein. Hatte ich ja am Sonntag schon alles erzählt. Guckt euch das Video einfach an, warum es erstmal keine Sonntagstour gibt. Ja, und ihr könnt, wie gesagt, unter nicht dem Video, aber den ja, Sonntagsvideo könnt ihr mal reinschreiben. 18 Uhr kam das, was ihr stattdessen sehen möchtet. Ja. Entweder nach England oder halt Frankreich nochmal komplett befahren. Ich ja, bin ja momentan immer dabei, hier noch Skandinavien komplett abzufahren, dass wir hier auch den Euro Truck Simulator auf 100% bekommen, bevor dann irgendwann der Südfrankreich DLC kommt. Ja, da werden wir noch eine ganze Menge Spaß haben. Und hier mit diesem Japan Express hier oben in Norwegen Richtung Schweden. Wir sind ja gestartet von Bergen Richtung irgendwas da unten. Ich hab's schon wieder vergessen. Wir fahren einfach mal hier ab. Unser kleiner LKW hier von Schenker, auch vom Mercedes, macht da schon sein. Falls die Kleine hier ein bisschen spielen will, ne, dann kann sie halt mit dem spielen. Oder mit dem hier unten. Oh, jetzt mal das Fahren nicht vergessen. Hier gibt's Holz. Wir Holzköpfe. Ja, sind bestimmt einige Kommentare bezüglich des Sonntagsvideos gekommen. Natürlich kann ich es jetzt nicht beantworten, weil ich ja nicht einfach warte und das Video hier liegen lasse oder die Aufnahme. Ich fange natürlich dann komplett an. Ach nee, den müssen wir vorlassen. Den MAN. Weil ich mache das ja, wie auch die Sonntagstour, immer in ja, gewissen Parts, die ich dann aufnehme hintereinander. Weil gewisse Strecken ziehen sie natürlich. Und deswegen fahre ich hier gleich die Tour hintereinander mit einem Schwung ab. Und deswegen kann ich erst im Nachhinein auf diverse Sachen reagieren. Trotzdem könnt ihr im Bereich Thementour auch mal ein paar Themen reinschreiben, die ihr oder die der eine oder andere vielleicht interessiert. Dann zum Beispiel gab es noch mal eine Frage, da habe ich mir immer noch keine richtigen Gedanken gemacht. Was würde ich machen, wenn ich jetzt, angenommen, naja, wir Menschen sind ja natürlich nicht endlich, ne, oder unendlich. Wir werden irgendwann mal zu irgend so einem ja, biologischen Mist, bisschen krass ausgedrückt, aber wir sind halt vergänglich und das bedeutet, auch der Maximus wird irgendwann mal einen Fisch machen, also einen richtigen, und dann ist er nicht mehr da. Ah, blinke aus. Bedeutet, was passiert mit meinem YouTube-Kanal? Ganz ehrlich, wenn ich nicht mehr bin, ist mir das völlig bockwurst, was mit meinem Kanal passiert. Wenn er dann irgendwann mal geschlossen wird oder der läuft einfach weiter, das ist eigentlich mir total Bums. Wenn natürlich... Oh, 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 na, hinter mir. Wenn natürlich dann irgendwelche Leute sagen, naja, eigentlich nach dem Tod muss das alles gelöscht werden. Naja, dann ist das halt so, ne? Ich, ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht. Ja? Prinzipiell ist mir das egal, was danach wird, nach mir die Sintflut. Ich bin da eh nicht so und ich sage auch, gerade wenn es mir mal irgendwann nicht gut geht, ja, man liegt
Ja, ins Sterben. Man ist, weiß ich, 80 oder so. Oder 85, 90, ja. Und der Mensch wird ja künstlich immer länger am Leben erhalten, obwohl das Hirn eigentlich schon fast den Geist aufgegeben hat und man von der Umgebung gar nichts mehr so mitbekommt. Dann sage ich mir, dann sollen sie mir, ja, sollen sie mich einfach nur in Ruhe einschlafen lassen. Ich denke mal, irgendwann hat man auch nicht mehr den Mut und die Muße, dann aufzustehen und dann, ach, hat da eh keinen Sinn mehr. Und dann sucht man nur noch den Frieden mit sich und möchte einfach nur, ja, das Leid ein Ende haben. Ja, ob man nur wiedergeboren wird oder der Hund scheißt, ich denke nicht daran, weil, wenn es so wäre, dann wären wir schon 100 Mal zu viele Leute hier. Also ich glaube an so eine Sachen nicht, ne? Oder ich werde als Tier. Und wenn ich ein Tier werden möchte, dann wäre ich ein Faultier und dann wäre ich auch glücklich. Aber das muss jeder für sich selber, ja. Als kleine Bestätigung denken auch viele an Gott und sonstige Sachen, dass es den gibt. Ja, sollen sie machen. Ja, das ist jedem selbst überlassen, ob er an irgendwas glaubt. Und ich glaube an mich selber, weil alle Sachen, die ich mache, bin ich ja selbst verantwortlich und niemand anders. Und ich kann kein Gott und sonstige Sachen irgendwo dafür in Verantwortung nehmen, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe und eine 6 geschrieben habe. Und der wird mich nicht unterstützen beim Lernen oder sonstige Sachen. Ich hätte aber gerne, wenn es sowas gäbe, so ein Lernmesser. Nennen wir es mal so, ja. Hört sich total bekloppt an, aber ist erstmal so. Und zwar, ich habe eine Mathearbeit vor mir. Und ich müsste dafür lernen. Und das große Problem ist, lerne ich richtig? Lerne ich intensiv genug? Oder kommt dann schon wieder die Null-Bock-Phase? Und die kommt natürlich sehr, sehr schnell. Einer lernt schneller, einer langsamer. Und dann wäre es halt interessant, wenn man sich eine Stunde intensiv hinsetzt und dann würde man so ein Messgerät haben, wo man dann sieht, aha, man ist jetzt bei 50%. Ah, das bedeutet, wenn ich jetzt aufhöre, würde ich vielleicht eine 4 schreiben. Ja? Und wenn ich mich noch eine halbe Stunde, das ist dann so ein innerer, den inneren Schweinehund könnte man da besser irgendwo mit überwenden oder überwinden, ne? Weil sonst, man weiß ja nicht, wie der Stand ist. Man sieht es ja dann erst, wenn man die Arbeit vor sich hat und dann sagt, oh Scheiße, ich habe das Falsche gelernt. Ne? Ha. Deswegen, das wäre auf jeden Fall richtig genial. Ja, kommen wir nochmal zurück. Was passiert, wenn ich nicht mehr bin oder der Glaube an sich? Ich sehe es immer so, der Mensch braucht was, um gewisse Sachen ja zu verstehen, gerade in der früheren Zeit, vor Christus etc., konnte man ja viele Sachen nicht erklären und das hat man dadurch versucht zu kompensieren und irgendwo ja einen Halt zu haben. Natürlich gab es dann auch Findige, die dann das auch genutzt haben, um halt die Menschen zu kontrollieren. Ist nun mal so, das ist die Geschichte. Es gab immer Kriege um Glauben, Macht und sonstige Sachen. Wird es auch immer geben, auch jetzt, heutzutage, aktuell. Da finde ich wirklich manche Ansichten von denjenigen, die da unten gerade den sogenannten Heiligen Krieg da machen und ja, finde ich echt ein bisschen ja, mittelalterlich. Ja, also ganz ehrlich, das ist irgendwie in der heutigen globalen Zeit, wo vieles so schnelllebig ist, finde ich das sehr, sehr überholt. Und wenn man die großen Wissenschaftler, ja, hier dieser Steve Hawkins, der hier im Rollstuhl, heißt der so Steve Hawkins oder Steve Hawk? Ja, genau, ihr wisst schon, wen ich meine. Der sich kaum ja, bewegen kann, nur über den Rechner kommuniziert. Der und viele anderen sagen eigentlich, normalerweise kann es gar keinen Gott geben. Es geht einfach nicht, weil das Universum ist wirklich wie
mehr unendlich. Und wenn es wirklich alles aus dem Urknall und vorher gab es nichts, das kann man eben auch nicht erklären. Und dann kann man auch nicht sagen, dass da halt ein Gott da saß, der weißes Gewand und weißen Bart, so wie der Weihnachtsmann, und hat dann seine Tonmasse genommen und dann hat er auf einmal angefangen, irgendwelche Planeten zu konstruieren. Und dann hat er irgendwann einen Mann gebaut und er sagt, gut, der Mann ist da, jetzt schneiden wir den einfach mal eine Rippe raus, aber die Frau. Du bist aus meiner Rippe. Ich soll keine Faxen machen. Ja, das sind halt, ich denke mal, das mit Gott und Glauben, das muss man halt ein bisschen in der heutigen Zeit ein bisschen lockerer sehen. Na, 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 hier. Aber mutig gewesen. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen, ob er an sowas glaubt. Ich war auch zu Weihnachten in der Kirche, ich fand das sehr angenehm, diese Stimmung, dieses, ja, aber ich prinzipiell kann ich damit nicht viel anfangen. Es kommt immer darauf an, wie man groß geworden ist. Das ist genauso wie mit der Sache, wenn ich Auto fahre, kommt bei mir auch Abgasskandal hin und her, bei mir kommt Audi oder VW ins Haus. Punkt. Ja, das ist, so bin ich groß geworden, ja. Meine ganzen Freunde, meine, ja, die Familie, alles sind, ja, so wie VW-Fahrer. Und selbst bei uns in der Stadt, wo ich gewohnt habe, als Bengel, ja, sind sie alle VW gefahren, ja. Und wenn dann wirklich, und da gab es ein paar Leute, kannst du an einer Hand abzählen, die hatten Opel. Und damals war ja noch so in den 94, 95, 96, wo du noch ein kleiner People warst und dann noch mit so eine, ja, sagen wir mal, so eine Autokarten rumgespielt hast, ja, dann hat man sich über die lustig gemacht. Und ein paar Dörfer weiter waren halt die ganzen Opel-Freunde, ja. Das ist halt, gab's, so wie heutzutage wahrscheinlich Battlefield und Call of Duty. Ja, obwohl. Was? Geschwindigkeitsüberschreitung? Ach, hör auf, Mensch. Die paar km/h, ey, die hättest du auch mal stecken lassen können hier. Blitzikus, da wurde es schon wieder zugeschlagen. Mit meinem Japan Express. Und so hat sich das alles so, ja, entwickelt. Ja, und so ist es auch mit dem Glauben, die halt in Bayern groß geworden sind, die sind halt da doch ein bisschen, ja, eher in die Richtung des Glaubens, ja, aber da sollte man keinen irgendwie verurteilen oder jemand, der Heide ist, den sollte man auch nicht verurteilen. Ja, das ist, wir sind alle irgendwo Menschen, wir haben alle Gefühle, wir haben alle unsere Schwächen, sowie unsere Stärken, und deswegen, ja, ob schwarz oder braun, ich liebe alle Frauen. Ja, deswegen. Ja, immer schön durch die Hose atmen, immer locker bleiben und für Neues offen. Ja, und dann klappt es auch mit Nachbarn. Und man sollte eigentlich so eine Sache nie irgendwie auch hier gerade auf YouTube vielleicht so ansprechen. Glaube hin, glaube her. Maximus glaubt an erster Stelle an sich selber. Alles, was ich hier mache, wenn ich jetzt hier lenke, dann glaube ich, ich habe es doch ganz gut gemacht. Und an euch, glaube ich, auch. An meine Community. Und freue mich natürlich immer, wenn positives Feedback kommt. Ich muss wirklich sagen, dass ich doch eine gute Community habe. Also ihr, die konstruktiv schreibt und sich freut und macht. Und es stetig aufwärts geht. Mit meinem Kanal. Das nicht herrlich aus. Oh, wie heißt diese Brücke? Da glaube ich auch an euch, dass es einige gibt, die das hier auch reinschreiben. Ist das nicht genialos? Und das muss man jetzt einfach mal nur so zeigen, weil es einfach nur herrlich aussieht, ja. Das ist wirklich einer der schönsten Simulationsspiele. Mal schauen, wie der
Fernbus-Simulator kommt. Und ja, er kommt dann auch bei mir auf den Kanal. Also keine Angst. Das geht dann auf jeden Fall damit auch weiter. So, mal schauen. Sehe ich hier, oh, wie viele Kilometer ich noch zu fahren habe. Das erkenne ich nicht so. 400 noch was. Nee, wir werden das auf jeden Fall hier nicht in dem Part schaffen. Wir werden höchstens irgendwo mal uns hinstellen. Und ich denke mal, hier werden wir uns hinstellen und unsere Rast machen. Oh, mal könnte ich auch... Warte mal. So werden wir langfahren. Das weg. Genau, so werden wir da langfahren. Dann machen wir unser Päuschen. Oh, bin ich da auch schon mal lang gefahren? Nee, da bin ich noch nicht lang gefahren. Also machen wir es so. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Und dann machen wir da mit unserem Japan Express hier einfach mal da unsere schöne Pause. Und das nächste Mal geht es dann von dort aus wieder weiter. Ja, da habe ich ja heute wieder ein schönes Thema gehabt, ne? So wie als Thementour. Könnte man ja fast sagen, ne? Maximus und sein Glaube. So. Eieiei. Ach, das ist da. Ah, der Trailer sieht auch richtig Bombe aus, ne? Also, könnt ihr mal reinschreiben, ob ich nochmal den so fahren soll. Irgendwann mal. So mit der Lackierung. Vielleicht auch einen anderen Truck. Aber auch wieder mit Edeltraut am Start, auch wenn die nicht so viel erzählt. Sie wird sich sagen, na, Maximus quatscht die ganze Zeit. Da komme ich eh nicht zum Wort. Aber ich lasse auch andere gerne reden. Und höre gerne zu. Wenn es für mich was bringt. Ja. Ich brauche nicht irgendwie... Ich habe da schon meine YouTube-Kanäle, die ich dann ab und zu mal ansehe, wenn ich die Zeit habe. Meistens so, wenn ich auf Klo sitze. Männer und ihr Klo. Das ist das einzige Rückzugsgebiet, was uns noch Männern bleibt. Für diejenigen, die selbst noch nicht in einer Partnerschaft oder so leben, die werden das noch nicht so wissen. Aber andere, die wissen das. Und darum sitzen Männer auch so gerne und lange auf Klo. Lesen Comics, machen Rätsel, gucken sich Tittenhefte an oder so wie ich. Ich schaue mir Videos an. Warum nicht? Wenn es die Möglichkeit heutzutage gibt. Ich wüsste, was habe ich eigentlich früher gemacht? Verdammt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich keine halbe Stunde oben gesessen. Eine halbe Stunde, oh je. Das verstehen Frauen nicht. Nee, das verstehen Frauen nicht. So, da haben wir es ja bald geschafft hier. Wir sind ja schon in Schweden, ne? Ach, ist das... Das ist so herrlich. Und wenn die jetzt noch sowas reinbringen würden wie Wetterwechsel... nicht Wetterwechsel, sondern Jahreszeitenwechsel. Boah. Das wäre so genial. Es muss ja nicht so ein schleichender Prozess sein. Es könnte ja durchaus so ein... Naja, jetzt ist Frühling. Dann blüht es alles. Sieht alles ein bisschen grüner aus. Ja, so ein helleres Grün. Und hier ein paar Blümchen hier stehen. Und das Wetter und der Sonnenstand ist dann halt ein bisschen anders in Tag und Nacht. Dann gibt es auf einmal Herbst. Sommer. Der sieht dann aus wie hier. Damit kann ich leben. Das ist für mich Sommer. Und hier fahren wir jetzt ab. Und Herbst habe ich ja schon mal als Mod gezeigt. So, Pinkelpause an der Raststätte. Mein Dixie und ich. So. Nein. Wir wollen nicht schlafen. Ja, und Herbst, ja, ein bisschen gräulich und Winter, das kennt man ja alles, die Mods, ne? So, ja, das soll es dann aber wirklich gewesen sein. Wir fahren auf jeden Fall nochmal eine Tour mit diesem LKW. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ich da so gesagt habe bezüglich Glauben. Ja, ich weiß, es gibt immer konstruktive
Meinung von euch, ich mit Anführungsstrichen, ja, da sind ja welche doch ein bisschen sehr. Haltet euch einfach nur ein bisschen am Riemen und ja, sonst immer rein in die Kommentare. Und die andere Frage war ja, was ich für die Sonntagstour machen sollte und ob ich als Ersatz, meine ich, und dann noch, ob ihr diesen LKW oder vielleicht einen anderen LKW, aber mit dem gleichen Trailer, weil das gefällt mir. Manga. Ihr habt noch nie ein Manga-Spiel gespielt. Kann man das spielen? Das ist für mich immer diese Augen, dieses. Für mich ist es doch so ein kleines Fetisch, ne? Aber das können wir ja als nächstes Thema nehmen, so ein Fetisch, ne? Okay, das soll es aber wirklich gewesen sein. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fetisch? Nee, Fisch. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.